einer Alpenzeitung. Der Hungerstreik hat eine lange, ehrenvolle, ja heldenhafte Tradition. Als letzte Waffe der Schwachen gegen die Mächtigen. Von Gewaltopfern gegen gewaltsame Unterdrückung. Der Fall der Häftlinge und ihres letzten Hungerstreiks liegt grundsätzlich anders. Sie haben Blutvergießen nie gescheut. Sie würden ein ganzes Volk in Leid und Tränen ertränken, wenn sie das könnten. Sie können es nicht, weil man sie möglichst sicher, möglichst dicht verschlossen hält. Dagegen haben sie hungernd protestiert, sich selbst zu Geiseln gemacht, da ihnen keine anderen mehr zur Verfügung stehen. Sie haben erpresserisch mit Selbstmord gedroht, weil ihnen Morddrohungen unmöglich geworden sind. Dann eben Härte, keine Zwangsernährung, sie sterben lassen, wenn sie sterben wollen, wie das die englische Justiz tut. Für eine humane Gesellschaft eine furchtbare Wahl, ein anscheinend unlösbares Problem. Zu viel Isolation, im Gegenteil, in gewisser Beziehung zu wenig. Wir können überzeugt sein, dass zumindest einige dieser Menschen durch ihre Genossen oder durch einen von ihnen innerhalb des Gefängnisses oder außerhalb weit schwererem Druck ausgesetzt sind als durch die Strafhaft. Hier wurden nun offenbar auch inhaftierte Terroristen terrorisiert. Die Kommandokanäle zu verstopfen, über die das geschieht, das wäre wichtiger und menschlicher gewesen als der Infusionstropf und die Spezialzange, die den Mund für Magenschlauch und Zwangsernährung aufbricht.